Die News der Woche 22. Imbissbude in Nürnberg explodiert. Der Autor zu dem Buch Die kleine Raupe Nimmersatt ist verstorben. Groß auf dem Boot der Polizei und SEK in Erlangen. Die News der Woche 22. Von der Nacht, dem 23.05. auf den 24.05.2021 gab es in Erlangen Süden ein Großaufgebot der Polizei und SEK, weil Zeugen gesehen haben, dass ein Anwohner eine Waffe hatte, auf einen Zeugen zielte mit der Waffe. Dieser zog sich zurück und informierte die Beamten. Als mehrere Polizeiwagen dann vor Ort waren, sperrten sie die Straße und versuchten, mit dem Mann Kontakt aufzunehmen. Als das nicht möglich war, wurde das SEK dazu gezogen, die den Mann in der Wohnung festgenommen konnten, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Man befand sich offenbar in einer physischen Ausnahmezustand und wurde deshalb in eine Fachklinik eingeliefert. Eine Waffe konnte bei ihm nicht aufgefunden werden. Jeder Kind hat doch die Raupe Nimmersatt geliebt. Die Raupe aß sich durch alles Mögliche durch und am Ende kam etwas anderes raus. Nun ist der in Deutschland US-Autor Eric Kahle im Alter von 91 Jahren gestorben. Seine Bücher wurden mehr als 100.000 Mal veröffentlicht und in 70 Sprachen übersetzt. Sein Sohn teilte am Mittwoch eine Nachricht auf deren Webseite die Todesnachricht mit. Er ist an einem Nierenversagen verstorben. In Nürnberg gab es in der Nacht zum vergangenen Freitag Anschlag auf einen Imbissbude am Nürnberger Dutzendteil. Wie er entstanden ist, ist noch unklar. Nach schnellen Einschreiten der Feuerwehr brannte der Imbiss trotzdem ab. Die Polizei geht der Ursache auf den Grund, bittet hier die Bevölkerung um Mithilfe. Zum Glück sind keine Menschen und Tiere verletzt. Der Sachschaden sind mehrere 10.000 Euro hoch.